Wissen Sie, worauf ich stehe, wenn ich abends so alleine bin, Mann unterwegs, Kind im Bett? Ich gucke Bollywood-Filme. Es ist so schön. Es ist farbenfroh. Die Menschen sind gut gelaunt und sie tanzen. Ja? Sie essen zu Abend, springen auf, tanzen. Sie fahren Straßenbahn, steigen aus, tanzen. Sie putzen sich die Zähne, tanzen. Sie haben Ehekrach, sie tanzen. Ich mag das, ich finde das toll. Und deswegen dachte ich mir, wir tanzen hier heute Abend auch mal. Wir haben natürlich Fachpersonal, die sowas für uns erledigen. Ich habe sie gestern Abend erst bei Dancing Stars tanzen sehen, und zwar den schönsten asynchronen Quickstep, den ich mir nur vorstellen kann. Freuen Sie sich jetzt auf Dolly Buster und Gerhard Ecker. Hoffentlich sieht das der Niki Lauda nicht. Schönen guten Abend, Dankeschön. Dankeschön. Ja, also ich hoffe, Sie haben das jetzt alle gemerkt. Mit dem Tanzen geht das mit uns beiden so richtig bergauf. Ja, deshalb habe ich das Stück jetzt verschieben können. Ach komm, jetzt erzählen wir nichts. Du hast mir gerade da vorne gesagt, du tanzt so gut wie noch nie. Dolly, ich habe gesagt, du tanzt so, als wenn du noch nie getanzt hättest. Ach so, ist das dasselbe? Ja. In Opernball werden wir zwar auf jeden Fall immer öffnen. Und das wäre nicht so schwer, weil da braucht man wirklich nur sagen, alles Walzer. Ja, auf jeden Fall, wenn wir hier jetzt eine Laudatio halten. Eine Laudatio was? Wie, ist er auch nominiert oder was? Entschuldigung, Nora, eine Laudatio. Ach so, okay. Ja, jedenfalls sollen wir hier die Gewinner in der Kategorie Show ansagen. Die Präsentatoren der Königsdisziplin des Fernsehens, die sich der Herausforderung stellen, mit guter Unterhaltung jung und alt gemeinsam vor den Bildschirmen zu bahnen. Für die ist übrigens Voting abgeschlossen. Ja, da können Sie für uns dann nachher wieder anrufen. Ja. Ja. Nominiert für den Romy 2012 für die beliebteste Schauspielerin, Schauspieler, Moderatorin. Show. Ah, Moderator. Wir schauen uns das an, oder? Kathi Belovic. Schönen guten Abend. Ich habe sowas noch nicht so oft erlebt. Und Sie sind live dabei. Das ist ja Wahnsinn, da steht der Bär. Denn Sie haben gewählt. Andi Knoll und Doris Goldmarschik. So viel Talent. Sollen wir die Zimmer auch was Rosanes an, wenn ihr so fest seid? Sehr beeindruckendes Gesamtkonzept. Wer hat sich Ihrer Meinung nach die 100.000 Euro im großen Finale wirklich verdient? Stimmen Sie jetzt ab per Anruf oder per SMS. Miriam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Der Ballroom wird brennen, das kann man versprechen. Heute wird der Ballroom nicht brennen, heute explodiert er. Das wäre eigentlich schade drum. Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend bei Dancing Stars. Armin Assinger. Gas! Außer wo es ist. Der Armin Assinger ist da, servus. Servus. Der Assinger. Ja, grüß euch. Dann machen wir die nächste Auswahl auf, okay? Ist nicht so schlimm, kommt ein bisschen von mir. Thomas Gottschalk. Noch dreimal gibt's mich. Ich hoffe, Sie haben noch viele, viele Jahre Spaß mit Wetten, dass. Ich hatte viele Jahre Spaß mit Wetten, dass. Top, die Wette gilt. Nochmal. Harald Schmidt. Nee. Ja. Wisst ihr, dass wir heute ein historisches Datum haben? Gestern vor 16 Jahren haben wir zum ersten Mal diese Show gemacht. Heute, und das ist ganz wichtig, das nehmen wir sehr, sehr ernst hier, Weltfrauentag. Waren Sie falsch? Sag mal, wer hat denn dem Döden die Hose runtergezogen? Und jetzt wird das sehr, sehr spannend. Also ich kenne das, ja.
obwohl wir das ja so verdient hätten. Wir sind das eigentlich auch gewohnt. Aber ich freue mich sehr darüber, denn ich muss sagen, sie hat das auch schon zweimal gesagt und ich sage das diesmal, von ihr bin ich ein sehr großer Fan. Und ja, der Klaus, der sieht gut aus, das hat er gestern selber gesagt. Mirjam Weizenbraun und Klaus Eberhardinger. Die Dancing Stars-Moderatoren haben ab sofort eine neue Tanzpartnerin, die Romy. Gerhard, die für die Schauspielerin will ich nachher auch noch. Ich sag's dir nur. Bereit dich drauf vor. Ich weiß nicht, wo du die herkriegst, aber die will ich noch haben. Klaus, du fangst an. Ja, ich bin überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet. Im Gegensatz zum Herrn Piszek habe ich nicht gewusst, dass die Gewinner nicht vorher verständigt werden. Ich war ganz sicher, dass ich keine gewinne. War sehr gelassen und hätte das dritte Achtel wahrscheinlich nicht getrunken. Weil im Gegensatz zu Tisch 5 haben wir genug gehabt. Ich freue mich irrsinnig, es ist ein Publikumspreis, es ist eine gewisse Anerkennung, etc., etc. Es ist meine zweite, ich hoffe, ich erlebe die dritte. Und in meinem Alter dankt man, wir danken dem ORF natürlich, wir danken der Redaktion, allen voran Andrea Heinrich. Richtig, damit du auch was sagst. Und dann Dem Regisseur Kurt Bongratz, freue ich mich sehr. Und ansonsten dankt man natürlich in meinem Alter nicht den Eltern, sondern den Ärzten. Danke sehr. Ja. Da bleibt eh nicht mehr so viel zu sagen. Der Redaktion, wie gesagt, weil das ist die einzige Sendung, die wir zusammen moderieren, aber das sehr gerne. Danke dir, Klaus. Das macht Spaß mit dir. Danke allen, die so mutig sind und sich dieser Sendung stellen. Also persönlich, ich weiß, es ist immer mühsam, wenn man da unten sitzt und dann hört man lauter fremde Namen und man will, dass es weitergeht. Ich möchte nur ganz persönlich auch nochmal Claudia Schlager Danke sagen, die ganz toll ist und die immer an meiner Seite ist und Ursula Sautner, meine zwei Mädels. Und danke euch, dass ihr bis jetzt noch zuhört. Danke.